Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fasse es nicht. Es ist 12 Uhr und um 19 Uhr geht dieses Video online. Es war eigentlich alles ein bisschen anders gedacht. Eigentlich war heute ein anderes Video geplant. Allerdings ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Gar nicht so schlimm, denn auf dieses Video freue ich mich unglaublich doll. Das Ganze ist schon eine Weile in Planung, denn ihr wisst, ich habe eine neue Videoreihe gestartet, wo bekannte Persönlichkeiten ihre Drogeriefavoriten verraten. Und im heutigen Video ist die liebe Shilan virtuell zu Gast und wir holen sie natürlich auch nachher per FaceTime-Anruf hierher. Shilan ist eine ultra bekannte TikTokerin mittlerweile geworden, super erfolgreich dort und auf Instagram, und ich freue mich ganz, ganz doll, das zu sehen bei ihr, denn ich erinnere mich noch, auf meiner ersten Glow habe ich sie kennengelernt und ist eine ganz, ganz süße Maus. Ich lasse ihre Links unten in der Infobox von ihr, schaut da unbedingt vorbei, ist eine ganz, ganz liebe, sie macht ultra kreative Looks, tolle Videos, ist eine ganz liebe Maus und sie hat mir ihre Drogeriefavoriten verraten. Einige Produkte kennt ihr schon und unter anderem habe ich eine neue Foundation durch sie kennengelernt, die meine neue Lieblingsfoundation geworden ist und die möchte ich euch heute zeigen. Bevor es losgeht, falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt. Und kleiner Hinweis, am Sonntag gibt es ein weiteres Video mit einer weiteren ganz, ganz tollen Frau. Da freue ich mich ganz doll drauf. Freunde, wie geht es euch? Ich bin ein bisschen, naja, ich bin nicht gestresst, ich bin nur, ja, also langweilig ist mir nicht. Aber ich freue mich, dass wir heute gemeinsam hier sind. Falls euch das Video gefällt, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein dickes Danke in den Kommentaren an die liebe Shilan. Freunde, wir fangen an. Einige Produkte habe ich euch in den vergangenen Wochen schon gezeigt, um euch eine Review dazu auch in diesem Video abzugeben. Das mache ich persönlich ganz gerne, einfach damit ihr wisst, wie die Produkte dann auch wirklich langfristig funktionieren, weil es bringt nichts, wenn ich so First Impression mäßig arbeite. Die liebe Shilan hat mir ihre Lieblingsdrogeriefavoriten verraten und ihr liebster Primer ist der NYX Bare With Me Primer. Wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, also ihr müsst mich dafür schon mindestens anderthalb, zwei Jahre verfolgen, um das zu wissen. Ich habe eine ganze Zeit lang NYX nicht mehr benutzt. Wir sind älter geworden, es ist alles wieder in Ordnung. Deswegen freue ich mich, die Produkte auszutesten. Es sind demnach natürlich auch viele Produkte an mir vorbeigegangen. Sie hat mir den Bare With Me Primer empfohlen. Und den hatte ich euch neulich schon mal in einem Video gezeigt. Das ist so ein Jelly Primer. Der ist wie Wackelpudding. Ne? Also eigentlich kennt ihn jeder außer mir. Ich kannte ihn vorher nicht. Das ist, hört ihr das? Das ist wie ein Wackelpudding, der spendet extrem viel Feuchtigkeit und er wird so ein bisschen sticky im Gesicht. Er kühlt wunderschön und ich liebe diesen Primer. Also das Einzige, was ich nicht mag daran, ist die Textur. Liegt aber einfach daran, dass so Wackelpudding und alles, was so glibberig ist, das mag ich nicht. Der sieht super schön auf der Haut aus. Er zieht recht schnell ein, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Und das ist eine ganz, ganz große Empfehlung, falls ihr trockene Haut habt. Nicht zu viel Geld für einen feuchtigkeitsspendenden Primer ausgeben wollt, aber gleichzeitig dieses Sticky gerne haben wollt. Ich setze euch die Produkte, falls ich sie finde, alle selbstverständlich unten in die Infobox. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Produkt. Och, ich habe euch das schon gezeigt in dem Video. Aber ich habe, nee, Shilan hat mir eine Foundation empfohlen, die mittlerweile zu meinen All-Time-Favorite Foundations gehört. Es geht nämlich um die e.l.f. Foundation. Und ich habe mir die bei Douglas gekauft. Die ist gar nicht so teuer. Ich habe aber gesehen, da sind nur 20 Milliliter drin. Also das ist ein bisschen weniger als üblich. Allerdings ist diese Foundation wunderschön. Ihr werdet das gleich sehen. Sie ist ein Stückchen dunkel. Ich finde, sie passt am Ende aber doch sehr, sehr gut. Die ist ölfrei und hat einen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin. Na, wir wissen, was wir zu SPFs in Make-up-Produkten sagen. Ist alles eigentlich Quatsch, aber lieber haben als nicht haben. Sagt man das so? Ich gebe mir die Foundation auf meinen Handrücken. Drei Pumpstöße reichen eigentlich aus. Die ist ein bisschen dicker von der Textur her. Und ich arbeite mir diese am liebsten mit einem Pinsel ein. Ich habe jetzt hier einen von IT Cosmetics aus der Valentinstags-LE von letztem Jahr. Und also erstmal bitte Color Match. Where? Man sieht ja nicht, dass ich was drauf habe. Außer, dass meine Rötungen, weil ich mich vor 10 Minuten geschminkt hatte und gleich wieder abgeschminkt habe, am Start sind. Hey, Freunde. Diese Foundation, ich trage sie jeden Tag im Moment. Ich mische sie so ein bisschen mit entweder der von Rival de Loupe oder der von Huda, weil die am besten im Moment halten, auch unter der Maske. Das ist ganz, ganz krass. Ihr müsst euch gleich das Finish angucken. Schaut mal, ich habe euch gleich ein Stückchen herangeholt. Ihr müsst das von Namen sehen, wie
ebenmäßig diese Foundation auf der Haut aussieht. Das, also viele Foundations sagen ja immer, sie sehen aus wie Haut. Und can't relate so ein bisschen, weil ich möchte nicht, dass meine Foundation aussieht wie Haut. Ich möchte ja schon, dass es besser aussieht als meine Haut. Wisst ihr, was ich meine? Aber diese Foundation für, was kostet die? 11 Euro? 13 Euro vielleicht? Dieser Glow, das ist kein öliger Glow, sondern das ist Selleriewasser getrunken Glow. So sieht das Ganze einmal ausgeblendet aus. Ich bin, also Freunde, ich muss dazu, glaube ich, nichts mehr sagen. Wunderschönes Finish und die ist ölfrei, ne? Also meistens ist ja in diesen Glow Foundations ein bisschen Öl drin, hat sie nicht. Und demnach funktioniert sie auch sehr, sehr gut bei normaler bis etwas öliger Haut, wenn ihr sie dann natürlich abpudert. Wenn ich Fotos machen würde jetzt, würde ich sie nicht abpudern, weil ihr seht Hauttextur. Die liebe Shilan hat mir selbstverständlich auch einen Concealer empfohlen und da war ich sehr, sehr gespannt, denn ich hatte den schon mal getestet. Allerdings habe ich durch Zufall durch ihre Empfehlung des Essence Camouflage Healthy Glow Concealers etwas festgestellt, was wunderschön ist. Es gibt diesen Concealer von Essence ja einmal in Glowy und einmal in Matt. Ich musste mir den in Glowy in sehr hell holen, weil es den nicht in der dunkleren Farbe gab, bei mir in der Drogerie zumindest, und habe beide Concealer gemischt. Und das machen wir jetzt auch. Ich benutze erst den matten Concealer. Das Füßchen ist super, super gut. Schaut mal, der ist so ein bisschen dunkler. Den lasse ich kurz antrocknen und dann gehen wir mit diesem Healthy Glow Concealer rüber. Der hat Vitaminkomplex mit drin und ist wasserfest. Beide sind wasserfest. Die sollen angeblich Tattoos auch abdecken können. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber kommt das in der Kamera so rüber? Ich glaube ja, ne? Wir blenden das Ganze mit meinem eigenen Schwamm aus. Ich finde, der funktioniert mit dem sehr, sehr gut. Fange auch erstmal an, diesen Concealer hier auszublenden, weil ich mit dem die Deckkraft habe. Der andere hat auch eine hohe Deckkraft, aber gibt dann gleich nochmal diesen Glow mit dazu, ne? Also ihr seht, die Farbe ist so ein bisschen off. Ich habe den dunklen in der Farbe Warm Toast. Es gibt davon wohl mehrere Farben und den gibt es auch in der Drogerie. Der kostet 3 Euro oder so. Und dann nehme ich den helleren Concealer und gebe mir davon hier ein bisschen was hin auf die Nase und ihr seht schon, der ist wesentlich heller. Das ist aber die dunkelste Farbe gewesen, die ich bekommen habe. Neutrals, die 20. Ne? Also das ist schon fast ein Deckweiß. Das ist so schön. Ich liebe diese Videoreihe so sehr und ich hoffe, dass euch die auch gefällt, dass ich auch einfach mir mal ja, Lieblingsprodukte von anderen Creatern oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hole, weil sie einfach auch nochmal eine ganz andere Haut haben. Sie haben andere Erfahrungen. Sie arbeiten mit anderen Marken zusammen oder kriegen auch von anderen Marken vielleicht beispielsweise Produkte in PR zum Beispiel. Ich kriege ja zum Beispiel nichts mehr von NYX. Deswegen habe ich die Produkte auch eigentlich nicht, einfach nicht hier und kann euch dazu auch seltener eine Review abgeben. Es sei denn, ich kaufe ein Produkt. Aber look at that. Und jetzt haben wir die Deckkraft von dem einen, diesen Glow von dem anderen. Und das passt. Sie hat mir selbstverständlich auch ein Puder empfohlen. Und das ist das Maybelline Fit Me Matte & Poreless. Kennt ihr schon, liebe ich, hab hit the pan drin, mega Puder. Ich gehe noch mal kurz durch. Was ich damit nicht so gerne mache, ist unter die Augen. Wir probieren es jetzt aber mal aus. Ich nehme jetzt einfach hier einen Pinsel von BH Cosmetics, gehe hier rein, lade den Pinsel gut auf, guck nach oben und sette dann nur ganz leicht so ein bisschen den Concealer hier. Schaut mal, ihr könnt da so ein bisschen rüber gehen. Ihr settet damit natürlich die Foundation, aber ohne, dass ihr komplett den ganzen Glow wegnehmt. Ne? Also man sieht noch so ein bisschen Bewegung. Unter dem Auge brauche ich natürlich immer ein bisschen mehr. Ich habe aber auch einen Gerstenkorn bekommen. Deswegen ist das hier natürlich noch ein bisschen kontraproduktiv, dass ich mich hier viermal am Tag schminke. Ne? Aber was muss, das muss. Ich mache mir einmal ganz kurz die Augenbrauen, denn das hatten wir vergessen. Und ich konnte mir die Produkte dann nachträglich nicht mehr holen. Ich benutze jetzt einfach hier einen Augenbrauenstift und fülle sie mir nur so ein bisschen auf. Sie hatte mir auch einen empfohlen von NYX. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr geschafft, den nachträglich zu holen. Sie hat mir selbstverständlich auch einen Bronzer empfohlen, aber das war der Hatice Schmidt Bronzer. Den gibt es ja nicht mehr. Aber ihr wisst, ich habe ja eine Alternative dafür gesucht, habe auch welche gefunden. Ich glaube, ich habe so ein ganzes Video dazu mal gemacht. Aber Love hat einen weiteren Bronzer rausgebracht in Zusammenarbeit mit Lou. Und der ist ähnlich. Der ist nur ein Stückchen kühler als der von Hattie. Funktioniert bei mir auf der Haut aber genauso. Ich nehme einen Pinsel, gehe hier rein. Das ist eher so ein bisschen Contouring-Puder, ne? Und setze mir das einfach nur hier hin. Einfach um mein Gesicht so ein bisschen den Pfannkuchen zu entfernen. Und die Chips und die Popcorn, die in den letzten Lockdown-Wochen einfach in meinem Gesicht gelandet sind. Und das sieht super frisch aus. Es gibt sogar einen passenden Pinsel dazu. Ich glaube, den gibt es auch noch. Aber also ich liebe diesen Bronzer. Ich benutze den fast jeden Tag, ne? Entweder den oder den von Hattie oder der ist ja auch immer noch einer meiner Favoriten. Ihr könnt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, was eure Drogeriefavoriten aktuell sind. Ein Produkt und ihr könnt einmal so ein bisschen schauen, was schon jemand geschrieben hat, dass wir vielleicht
10 Primer, 10 Foundations, 10 Concealer haben und ich schaue mir das Ganze dann einmal an und kann mir das dann eventuell mal besorgen und dann mit euch gemeinsam testen. Base ist lit. Jetzt kommen wir zu Produkten, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Und zwar hat sie mir ein Blush empfohlen von Sleek. Das sind diese kleinen Schätzchen hier. Ich glaube, die kennt jeder außer mir. Also ich kenne sie auch, aber ich habe sie nie benutzt. Und das ist die Farbe Life's a Peach. Ich liebe peachfarbene Blushes. Eine super, super schöne Farbe. Sieht auch sehr leuchtend in der Kamera jetzt aus. Und ich nehme dafür einfach einen Pinsel von Leti. Ich mache den so ein bisschen sauber und gehe hier rein. Pinsel ist gut voll. Ich klopfe ab und setze mir das. Oh, wow! Ich liebe Peach Blushes. Der war auch nicht teuer. Den habe ich bei Amazon gekauft. Ich setze euch das unten in die Infobox. Look at her. Blush ist da. Soft. Kann man gut aufbauen. Der Glow kommt immer noch durch. Also das ist ein matter Blush, der hat keinen eigenen Glow mehr drin. Durch diese Foundation, ne? Ihr seht ja immer noch die Bewegung in meinem Gesicht. Und ich liebe diese Videoreihe. Einfach neue Produkte auszuprobieren. Weil ich gehe ja immer so ein bisschen, muss ich mich selbst so ein bisschen dissen, ich bin ja immer ähnlich mit den Produkten, die ich benutze. Das sind ähnliche Marken, weil ich die einfach auch supporten möchte und auch gerne benutze. Aber einfach auch mal bestimmte Produkte vorgeschlagen zu bekommen. Weil ich kann natürlich nicht durch, weiß ich nicht, jetzt in dem Fall Wet n Wild gehen und jedes Produkt testen, was sie haben, um das Richtige rauszukriegen. Also irgendwie ist es mein Job, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Ne? Ich mache 1000 Videos gefühlt im Monat und zeige euch auch immer irgendwie was Neues. Shilan hat mir aber den Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder Blush empfohlen in der Farbe Precious Petals. Das ist so ein bisschen Gold, Roségold, Silber. Ganz verrückt, also je nachdem, wie das Licht rauf scheint, habt ihr verschiedene Farben. Und so sieht das Schätzchen einmal aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Highlighter von Catrice aus dieser More Than Glow Highlighter-Reihe. Ich swatche euch einmal ganz kurz. Auf jeden Fall ultra nass, hat auch keine groben Glitzerpartikel drin. Sieht ein bisschen dunkel jetzt aus, ich bin gespannt. Nehme hier meinen Highlighter-Brush, gehe hier rein, lade ihn gut auf. Der ist auch so ein bisschen feucht. Und setze mir den einfach mal hier hin. Und dadurch, dass die Base ja auch so... Oh, wow! Ich glaube, Freunde, wir haben eine neue... Schaut mal, ich komme mal ein bisschen näher. Dann kommt das Licht noch ein bisschen besser zur Geltung. Ihr seht ja meine Hauttextur, ne? Und den Wimpernkleber an meinen Wimpern. Wie schön sieht die Haut aus gerade. She's wet, aber sie ist nicht wet. Sie ist gesettet. Und zwar... Richtig. Bevor wir gleich zu den Lippen kommen, da bin ich ganz gespannt, weil das kann ich mir nicht vorstellen... Ich bin gespannt, wie es aussieht. Schminken wir einen Look mit der Five in a Box Palette von Catrice. Das ist die Golden Nude Look Palette. Ich mache jetzt einen recht simplen Look, okay? Ich nehme als erstes einen flachen Pinsel, der ist von BH. Mit dem Code MAXIM10 könnt ihr 10% auf eure Bestellung bei BH Cosmetics sparen. Eigentlich sollte heute ja ein anderes Video kommen mit einem Look, der so ähnlich aussah. Aber Freunde, das ist meine absolute neue Favorite Palette für alles. Ich verrate noch nicht zu viel, aber haltet auf jeden Fall Ausschau, bis das Video kommt. Ich denke mal, es wird noch eine Woche dauern. Abonniert den Kanal und verpasst das nicht. Gib mir die Farbe einfach hier schön satt auf mein Lid und blende diese dann mit dem schönen Warmton hier aus. Ich liebe diese Five in a Box Palette, ne? Das war so krass, ich erinnere mich, als sie rauskam, hatte ich ja ein Video dazu gemacht. Innerhalb von ein paar Minuten waren die komplett sold out. Zack, da hat gerade das Warenhaus angerufen, mit dem ich mich gerade kurz schließe. Freunde, wie simpel ist dieser Look bitte, ne? Aber sehr intensiv. Ich gebe mir jetzt noch so ein bisschen von der dunklen Farbe hier vorne hin und direkt an meinen unteren Wimpernkranz. Nee, mache ich heute nicht. Nur hier außen so ein bisschen. Und mit meinem Finger gehe ich jetzt hier in diesen goldenen Ton rein und toppe mir den nur so ganz leicht hier oben rüber. Alright, Freunde, wir kommen zu den Lippen und jetzt, pass auf, ich bin gespannt, wir probieren es aus. Sie hat mir nämlich zwei Produkte von NYX empfohlen. Einmal ein Lip Liner, Nude Truffle, das ist so ein schöner Braunton, das... Das ist so krass, weil ich habe immer einen braunen Lip Liner gesucht, bis ich den von Nabla gefunden habe. Der ist aber natürlich ein bisschen teurer. Der hier von NYX ist verhältnismäßig günstig. Ich finde, NYX ist aber trotzdem recht teuer. Okay, er ist sehr hart. Also ich sehe nicht viel, ne? Muss ich den vielleicht anspitzen einmal? Vielleicht kommt jetzt ein bisschen mehr Farbe runter. Mhm. Kylie Jenner liegt auf dem Boden und weint bei der Farbe. Okay, und jetzt kommen wir zu einem Liquid Lipstick und das ist ebenfalls von NYX, der Soft Matte Lip Cream in der Farbe Cairo, glaube ich, war das. Ja, Cairo. Und schaut euch bitte diese Farbe an, die sieht sehr, sehr hell aus. Ich mag diesen Ombre Lip Effekt aber total gerne. Kommt einmal in so einer kleinen Tube. NYX ist, glaube ich, generell vegan und cruelty free, ne? Und den tragen wir uns einmal auf. Oh, she's new today. Was sagt ihr zu den Lippen? Ich glaube, ich bin zu dunkel für
Diese Farbe, ich verstehe aber den Hintergedanken. Ne? Das ist so dieses, eigentlich liebe ich schon. Wir lassen das Ganze mal so ein bisschen antrocknen und benutzen eine Mascara. Auch die ist von NYX. Das ist die On The Rise Volume Lift Mascara. Sieht einmal so aus. Oh, fancy. Hat ein cooles Bürstchen. Oh, wow. Okay, ich glaube, das könnt ihr nicht sehen jetzt. Fantastisch. Und so sieht das Ergebnis einmal aus. Ich bin sprachlos, wie schön das aussieht. Dieser ganze Vibe ist fantastisch. Ich liebe die Base. Ich liebe den Blush. Selbst die Lippenkombination sieht wunderschön aus, von den Farben her. Ich weiß noch nicht, ob ich die Textur von diesen Soft Matte Lip Creams mag. Ich bin gespannt, was Shilan sagt. Wir rufen sie jetzt einmal an und schauen mal, wie ihr das gefällt. Hello. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Ja, ich bin... Wow. Also, ich habe die Foundation ja schon eine Weile getestet jetzt. Hammer. Ich lieb's. Richtig, richtig schön geworden. Vielen, vielen Dank. Dein Highlight on point. Ne? Vor allem auch mit dem Concealer und dem Highlighter. Und das ist so... Ich sehe aus, als wäre ich gerade aus Öl auferstanden. Yay, das freut mich so. Ich hatte so Sorge, dass irgendwas vielleicht nicht klappt oder dir nicht gefällt. Nein. Oder so. Ich bin mir nur unsicher mit der Lippenkombination. Aber... Also eigentlich liebe ich's. Ich glaube, ich mag nur die Textur von den Lip Creams nicht. Ansonsten, der Vibe ist da. Kim Kardashian Met Gala 2019. It's a look, so. Es passt komplett zusammen. Und die Lidschattenpalette, wie hat die dir gefallen? Ich liebe diese Five-in-a-Box-Dinger. Die sind iconic. So gut. Ich habe die mit Natasha Denona schon mal verglichen. Mega. Die kostet irgendwie nur 3 Euro. 3,99. So krass. Ich danke dir ganz herzlich. Schaut auf jeden Fall bei Shilan vorbei. Ich lasse ihre Links unten in die Infobox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.